Sie lieben Geschwindigkeit? Dann habe ich vielleicht etwas für Sie. Und zwar diesen Kerl hier, der Sedona Express. Okay, der Vergleich hinkt zwar ein bisschen, weil er dirrt und braucht trotzdem noch ein bisschen Zeit. Und es gibt keine rasende Geschwindigkeit wie auf der Autobahn. Aber er hat seinen Namen nicht umsonst. Der Sedona Express bringt ein paar super Vorteile gegenüber seinen älteren Brüdern mit. Er ist von A bis Z durchdacht, angefangen von der Echtglastür, die jetzt zur Seite geöffnet wird. Sie können das Gerät in Ihre Küche einbauen und in jeder Höhe arbeiten, wie es für Sie am besten ist. Er ist schmaler als seine älteren Brüder, aber bringt trotzdem 10 Einschübe mit. Also Sie bekommen eine maximale Dörrfläche auf minimalem Raum. Er hat außerdem einen großen Lüfter am Ende in der Mitte sitzen mit einem Luftfilter. Dieser Luftfilter ist sogar auswaschbar und wiederverwendbar. Was kann ich Ihnen noch Besonderes erzählen zu diesem Gerät? Ich komme auf die andere Seite. Der Sedona Express kommt wahlweise mit Kunststoffgittern oder mit Edelstahldörrgittern. Er ist also ganz praktisch, ein einteiliges Gittersystem und hat als Clou die Krümelschublade. Sie kennen das vielleicht, falls Sie ein Dörrgerät haben. Irgendwann, also Sie können aufpassen, wie Sie möchten, es klappt einfach nicht. Irgendwann rieselt es durch und unten sammeln sich die ganzen Krümel von Crackern oder auch von getrockneten Kräutern und. Und Sie fragen sich, wie kriege ich das da wieder raus? Muss der Staubsauger schon wieder ran? Das ist bei dem Sedona Express ganz clever gelöst. Einfach mit solch einer Krümelschublade, die Sie hinausziehen, einfach entleeren. Und das Gerät ist wieder startklar. Dann schalte ich das Gerät mal an. Sie können die Einstellung nur vornehmen, wenn die Tür geschlossen ist. Noch eine Besonderheit gegenüber vielen anderen Dörrgeräten. Er hat Licht. Licht, das sich anschaltet, sobald die Tür geöffnet wird. Ja, und jetzt kommen wir aber mal zu den ganzen technischen Spielereien. Denn das Gerät trägt ja seinen Namen nicht umsonst. Er bringt nämlich einen Fast-Modus mit, also einen schnellen Modus und auch einen Rohkost-Modus Raw. Das finden Sie hier mit diesen LED-Lämpchen beleuchtet, Fast und Raw. Sie können zwischen diesen beiden Programmen wechseln oder Sie können auch eine Kombi aus beiden Programmen einstellen, sodass Sie am Anfang mit einer höheren Temperatur im Fast-Modus starten und danach wird automatisch auf den Raw-Modus umgeschaltet und Sie trocknen weiter in Rohkosttemperatur. Das erkläre ich Ihnen aber gleich. Als erstes wählen Sie die Temperatur. Sie können zwischen Grad Fahrenheit und Grad Celsius wechseln. Ist der Strich oben beim F, ist es Fahrenheit. Ist es unten beim C, Celsius. Nun ist standardmäßig 75 Grad eingestellt, was mir natürlich nicht so gefällt, nicht wahr? Deswegen regulieren wir die Temperatur gleich runter. So, Sie sehen beide Lämpchen leuchten, Fast und Raw. Ich möchte jetzt aber nur im Rohkostmodus dörren, deswegen stelle ich auf Raw. Jetzt leuchtet das grüne Lämpchen. Sie sehen, die Temperatur ist auch schon weiter runtergefallen. Sie können jetzt noch nachstellen, indem Sie die Temperatur einstellen mit 10er-Sprüngen oder auch mit einzelnen Sprüngen. Außerdem den Timer. Und schon kann es losgehen. Das Gerät fängt an zu arbeiten und nach den 6 Stunden schaltet es sich automatisch ab. Wenn Sie aber ganz schnell was trocknen möchten bei hohen Temperaturen, dann können Sie auch das Fast-Programm nutzen. Raw wird sich abschalten. Sie haben jetzt den Fast-Modus. Sie sehen, es ist auch automatisch eine hohe Temperatur eingestellt. Die können Sie wiederum einstellen, je nachdem, wie hoch Sie es möchten. Und einen Timer von 2 Stunden. Wieder Start und los geht's.
Wenn Sie aber express rohköstlich trocknen möchten, also was ganz anderes als bisher, wenn Sie 12 Stunden vielleicht am Stück an einem dickeren Boden trocknen mussten, gibt es jetzt beim Sedona Express eine Kombi aus diesen beiden Programmen, damit Sie die Zeit reduzieren und trotzdem rohköstlich bleiben. Dafür arbeiten Sie mit dem Fast-Programm, also mit höheren Temperaturen. Als erstes wähle ich wieder beide zusammen. Und jetzt stelle ich einfach nacheinander ein, was ich benötige. Als erstes benötige ich die Gradzahl im Fast-Programm. Da gehe ich auf 60 Grad zum Beispiel. Und ich bleibe bei 2 Stunden. Also für 2 Stunden wird das Gerät jetzt bei 60 Grad erstmal das Gerät an sich erheizen und die Verdunstungskälte entfernen. Also im Gerät, Sie wissen ja, herrscht eine Kälte, die erstmal raus muss. Die ganzen Zutaten sind kalt, die Böden sind kalt, die Luft, die sich darin befindet, ist kalt. Und so wird bewirkt, dass erstmal eine gewisse Arbeitstemperatur, eine gewisse Wärme erreicht wird. Nach diesen 2 Stunden sollte ich das Gerät automatisch auf RAW umschalten. Da bleibe ich bei 42 Grad und möchte meine Zutaten für 4 Stunden fertig trocknen. Und jetzt ist alles eingestellt, programmiert und kann losgehen. So einfach kann es sein. Der Sedona Express macht seinem Namen also alle Ehre. Und ich muss sagen, selbst ich als Excalibur-Verfechter muss sagen, das Gerät macht schon echt Spaß. Sie lieben Geschwindigkeit? Dann habe ich vielleicht etwas für Sie. Und zwar diesen Kerl hier, der Sedona Express. Okay, der Vergleich hinkt zwar ein bisschen, weil er dörrt und braucht trotzdem noch ein bisschen Zeit. Und es gibt keine rasende Geschwindigkeit wie auf der Autobahn. Aber er hat seinen Namen nicht umsonst. Der Sedona Express bringt ein paar super Vorteile gegenüber seinen älteren Brüdern mit. Er ist von A bis Z durchdacht. Angefangen von der Echtglastür, die jetzt zur Seite geöffnet wird.